und Leute, die schon wirklich lange dabei sind, sehr, sehr lange meine Freunde und Sätze da haben, ist der Club 85 aus Messer. 85, die Zahl 38, 3,385. Diese Woche ist auf jeden Fall dabei. Nur einmal haben sie ausgesucht, das bedeutet also zum 31. Mal. Denn das ist keine Leistung. So, mit dem Virus im Blut geht uns ein Kamera gut. Gleiches Quartal und das Kreis wieder heute gebrochen und der Elf ist alle weiter. Das würde ich sagen, noch mehr vereinbaren. Hohe Elf auf der Maike. Der Präsident heißt mit der Bitte auf eure Stadion. Sie sind den ersten Gericht der Stimme. Also es reicht lauter. Ja, dies Also es reicht deutlich lauter. So, Anja an die Nerven und Namen des Pfefferkauers. Am guten Bier ist hier gelegen, denn an Goldessenzen, Herzpulver und sonstigen sieben Sachen. Ich will allen zu Gemüte führen, dass Brauhäuser und Bierbäuer die vornehmsten Apotheken sind. Ja, der schönste Platz ist immer an der Apotheke. Und inzwischen sind wir nur noch ein bisschen groß oder ein bisschen unten. Jawohl, aber und es hat schon der nächste Karnevalsverein, der Falkenberger Karnevalsclub. In Falkenberg feiert man dieses Jahr ohne Fünftenparty 37. Saison. Aber nächstes Jahr habt ihr Ball, beim SPC Maskenball. Aber die hatten doch keine Masken auf. Ja, da sind wir noch jetzt schon durch Sumpfieber vom Arrivati-Virus, sind nicht so die Sumpfieber getroffen. In unserer Medizin, mein Biggi, macht heute alle besoffen. Wo ist denn der Medizinmann? Ach, da ist Medizin, mein Biggi. Wenn du so einen Medizinmann in der Gruppe hast, dann kann überhaupt nichts nicht gehen. Es ist ein uralter Medizinmann. Also in der Zeit sind immer so 20 Jahre mit Rollstuhl gebraucht, Geld geraten. Dann nicht so kurz vor der Dungezelle. Ach so? Ja. Ja! Und ich wollte nur mal ein bisschen mehr bewegen und schütteln. Wenigstens nach also Mittwoch. Also, mir reicht eigentlich das einarmige Bier. Geheiratet nach dem Motto, vom Prüfen, wer sich in die Stunde
ob der WCT was Besseres findet. Genau, und wir grüßen den Passauer Karneval Club mit einem dreifachen Aliwocci. Und Winkel, bei Kaiserwetter in Plesser. Jawohl, bei Kaiserwetter in Plesser, das haben wir hier immer. Da hätte man zum Heiraten von Winkel gar nicht ins Tropical Island fahren brauchen. Da hätten wir die Trauung hier in Plesser in Unzug leicht gemacht. Da wären wahrscheinlich noch ein paar mehr Punkte bei Trauung Hochzeit rausgesprungen als in Tropical Island. Aber wir freuen uns natürlich, dass in Winkel natürlich das Ganze so ist. Was haben wir uns? Die kennen sich aus. So, das sagst du mal dabei, da wissen wir das. Ja, die Kunden jetzt hier, unsere Krümeljecken, ob die Alivazi-Bühne vor uns geben. Ja, aber ich denke mal, die Krümeljecken, die haben die Alivazi-Bühne voll im Gehen. Ja, aber ihr habt so weit geklappert, oder? Jetzt hab ich das verstanden. Ja, siehste, dafür hast du mich ja hier. Ja, ja. Manchmal so ungesehen, ja. Ist einfach ein Geben und Nehmen hier zum Kammer. Und bei dem drunter und drüber kann ja auch mal was voller passieren. Was soll ich, ist ja nicht so schlimm. Ist aber immer ein paar Tage früher und drunter. Genau so ist es. Ja, und ja, was soll man dazu sagen? Die haben einfach in den Genen, dass sie feiern wollen, dass sie kommen können. Deswegen durfte man mit der Hand aus oder so. Aber egal. Aber ich habe ja gefallen, am Klassenzug an den Bahnhofbau, dass sie den Körper hochziehen kann. Ja, die haben gebaut, die Schwitz gemacht. Und dafür unseren Thomas mitgebracht. Aber ich mache es mal da die Hürde nicht mal. Was von den Preisen hier? Ja, welche Preise meinen wir? Wie viel hier? Ja, das ist das Problem. Feuerwerk ist zu Ende, du. So, guck mal an hier, die Plesser Stinkstück, das sind lauter blaue Eulen und die sind ja so voll, voll wie eine Eule. So, Schlaf ist die beste Medizin, das Rollen der Astern ist im Schlafstand. Habt ihr das ausgelöst, wenn ihr liegen darf? Oder jeder mal. Das ist ein Bettler. Von unserem Hauptmann Lars Dicken Dickhut, unserem Hauptmann, da sein Reinhard Rennes, du! Mann, Jungs, ja, nur natürlich auch für Labu, schaut euch mal an, wir haben die Prinzessin im Rahmen von euch hier und gleich. Mein Gott, ich bin so verletzt,
Also nicht das gelbe Video rausgeworfen. Oh je, dann sind wir so. Wir sind so laut. Nachdem jetzt hier diese Rauchimpfung von mir aus gefallen wird, vorbei ist, auf dem Weg ins All macht der Sünderclub halt beim Sünderkammer. Da sind auf dem Weg ins All. Dann geht es ganz bald mit dem ab. Dem ab. Ja, und dann zu den Sünderkammern. Es ist einfach so die ganze Zeit. Ja, gehen wir los, gehen wir wieder ins All hochstoßen. Ja, ich glaube, er ist gleich ab hier. Und wenn er dann gestartet ist, verabschieden wir ihn. Mit dem Vorjahrstartet, ja? Vorjahrstartet. Verabschieden wir ihn mit einem Adiwazi! Hi, hi, hi! Adiwazi! Hi, hi, hi! Adiwazi! Hi, hi, hi! Jetzt sind wir keine zweite Stufe, pass auf. Und... Oh Gott, oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Hoffentlich habe ich keine Munition mehr. Oh, der Brille! Einmal im Jahr sind wir dabei. Ansonsten sind wir virusfrei. Das will ich aber eindeutig. Ja, das will ich mal gar nicht ganz glauben. Denn so wie die raus sind, wenn die Geschichte nicht nur einmal im Jahr passiert, auf eine Kekas, im Anschluss für die Jungen, das ganze Jahr, so wird es leider. Die Brille ist das ist ja mehrere Möglichkeiten. Zum einen merken Sie den Anwachsen-Virus noch nicht, obwohl Sie schon haben. Und den anderen, das ist das, was Sie in den nächsten Jahren noch Achtung, Achtung! Wichtiger Hinweis für Jagdorf und Grünen. Karneval ist die Tour aus Jagdorf am 12. Februar. Wir gehen uns! Ich hoffe, ihr seid dabei! Wir sind auch überall. Wir wollen ja auch ein bisschen verstanden werden, deswegen haben wir die auch verfahren lassen. Aber mit erfahrenen Umzugsteilnehmern und Schlepper wie euch, da hat ja das bei allen Maschinen, da macht der Bruder mit der Schwester Kind, oh je. Wir grüßen die Freunde aus Breitenau mit ihrem Schlachtruf. Breitenau, Wildesau! Hello! Breitenau, Wildesau! Hello! Breitenau, Wildesau! Hello! Ein wunderschöner Schlachtruf übrigens. Und ihr habt jetzt hier noch was aufgeschrieben, auch im Jahr 2006. Ja, also das Beste kommt natürlich zum Schluss.
Jetzt noch mal eine kleine Durchsage. Ihr seid alle recht herzlich eingeladen zum Internationalen Musikfest am 2. Juni Wochenende. Ja, aber immer steht der Reihe nach. Musikfest ist der erste Sommer. Wir sehen uns am 12. Februar von Kassi im Kulturhaus Bergdorf. 12. Februar, Kulturhaus Bergdorf, ist einer dabei. Das sind die Schirren, die wir hier haben. Das sind die Schirren, die wir hier haben. Alles gut, da.